Schwerer Verkehrsunfall bei Eicher vorm Wald. Frontal stießen zwei PKWs auf der Staatsstraße 2126 auf Höhe Wollmering zusammen. Nach derzeitigem Kenntnisstand, so die Polizei, fuhr eine 37-jährige Frau mit ihrem PKW aus Richtung Eicher vorm Wald in Richtung Eging am See. Auf Höhe Wollmering überholte sie einen Rollerfahrer und geriet dabei aus nicht geklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie mit dem PKW eines entgegenkommenden 31-jährigen Fahrers aus Eicher vorm Wald. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde festgestellt, dass eine Fahrerin schwerst im Fahrzeug eingeklemmt wurde. Nach der ärztlichen Versorgung wurde dann die Frau mittels Rettungsspreizer von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit. Durch den Zusammenstoß wurde die 37-Jährige schwerst verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum Passau gebracht. Der 31-jährige Fahrer wurde ebenfalls schwer verletzt und durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus Vilshofen eingeliefert. Zur Klärung der Unfallursache ordnete die Staatsanwaltschaft Passau die Hinzuziehung eines Gutachters, die Sicherstellung der beteiligten Fahrzeuge und eine Blutentnahme bei der Unfallverursacherin an.